Name ist Denke Frühsing, ich leite das Dialog- und Transferzentrum Demenz hier an der Universität Wittenherdecke. Das Dialogzentrum wurde im Jahr 2005 gegründet. Hauptanliegen dieses Institutes war es, das Wissen, was in der Forschung, in der Versorgung Demenzerkrankter eruiert wurde, an die Praktiker weiterzugeben. Sowohl an professionell Pflegende als aber auch an Angehörige und nach Möglichkeit natürlich auch an Demenzerkrankte selber. Das, was wir heute hier zum ersten Mal machen, wir nennen es das Demenz-Ei, ist ein neues Konzept, was wir hier im Team entwickelt haben, was dazu dienen soll, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, zu bestimmten Problemen, zu bestimmten Themen im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter. Und wir glauben, es gibt viele, viele Eier auszubrüten. Sie kennen bestimmt diesen Ausdruck. Also viele, viele Themen, über die es sich zu sprechen lohnt und wo es noch keine abschließende Meinung gibt. Und wir wollen jetzt monatlich sozusagen das Demenz-Ei machen. Also monatlich wird es euch ein Video geben, in dem wir ein bestimmtes Thema in der Versorgung Demenzerkrankter ansprechen, über das wir mit Ihnen diskutieren wollen. Das erste Thema dieser Reihe, von der ich gerade gesprochen habe, soll das Thema sein Diagnostik, Frühdiagnostik, Sinn und Unsinn von Frühdiagnostik. Wir haben keine abschließende Meinung dazu. Darum wollen wir mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen, denn vielleicht haben Sie eine Meinung oder gar Erfahrung zu diesem Thema. Um über dieses Thema zu sprechen, möchte ich ein paar Anmerkungen an den Anfang setzen. Zum Beispiel, speziell auf die Alzheimer-Krankheit bezogen, man schätzt zwischen 50% und 70% der Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, haben eine Alzheimer-Erkrankung. Man unterscheidet zwischen 50% bis 70% weiteren Demenzerkrankungen. Aber etwa 50% bis 70% derer, die eine haben, in Deutschland sind das etwa 1,4 Millionen Menschen, leiden unter einer Alzheimer-Erkrankung. Was wissen wir über die Alzheimer-Krankheit? Wir wissen ursächlich, woran es jetzt genau liegt, dass Menschen diese Erkrankung bekommen, können wir noch nicht abschließend sagen. Auch die Forschung legt sich dort an dieser Stelle nicht fest. Es gibt verschiedene, teils begründete Theorien, wie es zur Entstehung kommt. Vieles hat damit zu tun, dass es bestimmte Ablagerungen im Gehirn gibt. Wir reden dort von diesen sogenannten Alzheimer-Plaques, die schon sehr früh entdeckt worden sind, oder anderen Theorien, die damit im Zusammenhang liegen, die sogenannten Tangles oder Tangles, über die Sie lesen können. Letztlich aber, wenn man ehrlich ist, sieht es im Moment noch nicht so aus, als ob es in den nächsten Jahren zu einem entscheidenden Durchbruch käme, um die Alzheimer-Krankheit sozusagen ursächlich zu besiegen und etwas dagegen zu tun. Das heißt, ein Medikament zu entwickeln, eine Impfung zu entwickeln, sodass also Menschen womöglich erst gar nicht erkranken. Das heißt, man kann präventiv tätig sein, das ist natürlich einer der Wünsche. Oder dass gar Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind, etwas tun können oder ein Medikament bekommen oder Ähnliches bekommen, sodass diese Krankheit sich zurückbildet. Was aber ist, wenn ich ursächlich noch nichts gegen die Demenzerkrankung tun kann, insbesondere gegen die Alzheimererkrankung tun kann? Das meiste Geld, was wir ausgeben in der Forschung derzeit in diesem Bereich, wandert eben halt in die sogenannte Grundlagenforschung. Also das, was ich gerade beschrieben habe, wo ich etwas ursächlich gegen die Erkrankung tun kann. Ein Bruchteil dieses Geldes wird in die sogenannte Versorgungsforschung gesteckt. Versorgungsforschung bedeutet, dass sich Forschende wie wir, die aus der Pflegewissenschaft, aber auch aus der Psychologie und der Medizin und anderen verwandten Disziplinen versuchen zu beforschen, wie Menschen mit einer Demenz besser leben können. Das heißt zum Beispiel Wohlbefinden und Lebensqualität empfinden können, trotzdem sie eine Demenz haben. Ich will es noch einmal runterbrechen auf etwas ganz Konkretes. Es gibt Menschen mit Demenz, die sehr, sehr häufig schreien und rufen beispielsweise. Und es gibt Forschung darüber. Einen dieser Forscher haben wir einmal bei uns im Dialogzentrum auf einer Tagung vorgestellt. Und Sie finden auch von dem Dr. Urselmann dessen Präsentation auf unserer Homepage, auf unserer Seite. Es gibt also Forscher, die sich darum kümmern, woran liegt es, dass Menschen mit Demenz, die sich unter Umständen nicht mehr äußern können, so laut schreien oder so häufig schreien und sie sich so schrecklich und so unglücklich fühlen. Das heißt, und das ist auch unsere Meinung hier, wir brauchen mehr Geld, wir müssen mehr unternehmen, damit sozusagen auch das Leben mit einer Demenz noch lebenswert wird. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Grundlagenforschung, die teils gute Fortschritte macht, die aber noch nicht sagen kann, ob und wenn ja, wann sie etwas entwickeln kann, um ursächlich gegen die Erkrankung vorzugehen. Und wir haben auf der anderen Seite die Versorgungsforschung, die sehr wohl sagt, oder die Konzepte entwickelt hat, auch aus der Praxis sind die entwickelt worden, wie Menschen mit Demenz besser leben können. Beides gibt es und beides ist in Maßen, so will ich es vorsichtig sagen, erforderlich.
Dieses Demenzei, von dem ich vorhin am Anfang sprach, geht immer nach dem gleichen Ablauf. Oder soll immer nach dem gleichen Ablauf gehen. Ich mache es, wie ich es gerade gemacht habe. Am Anfang schildere ich Ihnen kurz sozusagen, wie ist der Stand der Forschung. Ich schildere Ihnen kurz, wie sind die Umstände um dieses Thema herum. Und in einem zweiten Teil wollen wir dann natürlich etwas von Ihnen wissen. Das heißt, wir wollen Ihnen Fragen stellen. Und wenn Sie sich jetzt das nochmal zu Herzen nehmen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe über die Versorgungsforschung und über die Grundlagenforschung, dann mögen Sie im ersten Augenblick unsere Fragen erstaunen. Ich glaube aber auf den zweiten Blick nicht mehr. Stellen Sie vor, Sie hätten erste Symptome, das heißt, Sie hätten unter Umständen Gedächtnisstörungen, eine starke Unruhe, etwas, was auch viele andere Ursachen haben kann. Das muss ja keine Demenzerkrankung sein, könnte es aber sein. Wenn Sie so etwas hätten und Sie wissen aber, dass Sie ursächlich derzeit noch nichts gegen die Alzheimer-Krankheit tun können. Erste Frage, würden Sie mit solchen ersten Symptomen zu einem Arzt gehen und versuchen, sich diagnostizieren zu lassen? Das heißt, würden Sie sich in die Obhut eines Arztes begeben, um genau herauszufinden, ob Sie unter Umständen einer Alzheimer-Erkrankung sind, oder würden Sie es sich selbst, Ihren Eltern, Freunden oder anderen empfehlen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage geht noch einen gehörigen Schritt weiter. Wir wissen aus der Forschung, dass es heute schon 6-Jährige gibt, dass es gelungen ist, schon bereits bei 6-Jährigen bestimmte Ablagerungen im Gehirn nachzuweisen, die ein Hinweis darauf sein könnten, und ich drücke das ausgesprochen vorsichtig aus, die aber bereits dort mit 6 Jahren ein Hinweis darauf sein könnten, dass diese Kinder später, im späteren Erwachsenenalter, an einer Demenz erkranken. Aber jetzt die konkrete Frage an Sie persönlich, und die ist nämlich folgende. Was halten Sie davon, von einer Frühdiagnostik? Stellen Sie sich vor, es ginge. Stellen Sie sich also vor, es wäre schon jetzt möglich, dass bei Ihren Kindern oder bei den Kindern Ihrer Freunde festgestellt werden könnte, dass dieses 6-jährige Kind spätestens im Alter von 70 oder 75 Jahren an einer Alzheimer-Demenz erkranken würde. Würden Sie es machen? Würden Sie es empfehlen, solch eine Diagnostik zu machen? Das sind die beiden Fragen, die wir Ihnen stellen möchten. Und wir freuen uns, wenn Sie uns darauf antworten würden. Wir haben dieses erste Demenz-Ei, wie wir es genannt haben, mit einem Preis versehen. Die 3., die 10. und die 20. Einsendung zu Ihrem Thema, wo Sie uns Ihre Meinungen, vielleicht auch Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Befürchtungen, all das, was Sie sagen wollen, zu diesem Thema sagen, bekommen einen Preis, nämlich können sich ein Buch im Werte von 30 Euro, bis zu einem Werte von 30 Euro zum Thema Demenz, rund um das Thema Demenz aussuchen, was wir für Sie finanzieren. Neben dem Preis, den wir hiermit verbunden haben, oder der erste Preis war eben halt für den 3., 10. und 20. Einreichung zu diesem Thema, wissen Sie vielleicht, wenn Sie unsere Aktivitäten verfolgen in unseren Social-Media-Kanälen und auf unserem Blog, dass wir derzeit eine Reihe dort haben. Die Reihe Sherlock Holmes, sozusagen wie ein Detektiv auf der Suche oder auf den Spuren der Diagnose zu sein. Und dieses Hörspiel, das haben wir in Form eines Hörspiels gemacht, dieses Hörspiel bekommt jeder in seiner Gänze, was Sie auch auf der Homepage hören können, in seiner Gänze zugesendet, der sich an dieser Ausschreibung beteiligt. Also jeder, der sich beteiligt an diesem Thema, bekommt das. Wie können Sie sich bei uns melden? Am Ende dieses Videos werden nochmal sämtliche Möglichkeiten aufgezählt mit den entsprechenden Adressen, an die Sie sich wenden können. Wir werden das jetzt monatlich machen. Im Januar wird das zweite Demenz-Ei aufgelegt und so weiter, weil wir einfach mit Ihnen stärker in Kontakt treten wollen. Nicht nur deswegen, weil wir Ihre Meinung hören wollen, sondern weil wir glauben, dass es ganz viel Wissen auf der anderen Seite der Kamera verbirgt. Und Wissen hat auch nicht nur etwas mit wissenschaftlich fundiertem Wissen zu tun, sondern mit Erfahrungswissen, Praxiswissen, denn das ist häufig die Basis dessen, auf dem alles aufbaut. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich das Team des Dialogzentrums und wir freuen uns auf Sie.